So, jetzt müsste es gleich soweit sein, nächste Funkspruch. Ich muss auch gleich nochmal gucken, vielleicht ist die Mission ja schon verfügbar. Nicht, dass wir jetzt hier viel zu lange brauchen für den Scheiß. Guten Tag. Ich fliege jetzt zu dir gerade, hallo. Ja, das ist eine gute Sache. Wo steige ich bei dir ein? Kannst du an der Seite oder hinten einsteigen. Oder ich glaube, ich kann auch alle Türen einfach aufmachen. Jo. Bist du schon drin? Noch nicht. Da kommt er. So, bin drin. Das sieht immer so dumm aus. So, wo komme ich jetzt hier an die Tür? Ich bin noch nie in der Cutlass drin, ne? Echt nicht? Nee. Lül. Nee, noch ist sie nicht da. Ich höre da hinten irgendwelches Gepolter. Was tust du da? Das ist voll geil, du hast Stockbetten. Ah, lol, meine Pedale flippen wieder aus. Wäre es nicht smarter, mit der Hurricane hinzufliegen? Ich weiß es nicht. Das Problem mit der Hurricane ist, dass wir natürlich jetzt auch nicht super viel aushalten. Also die Cutlass ist da schon noch ein bisschen stabiler. Okay, ich bin jetzt auf dem... Der Punkt ist einfach, ich liebe die Hurricane, aber ich fliege halt so gut wie nie mit der Cutlass und das werde ich jetzt einfach mal ändern. Aber ja, wahrscheinlich wäre Hurricane schon das beste Schiff zu zweit dafür. Ragnarok, vielen Dank für die 9 Monate. So, jetzt könnte die Alter auch mal drauf losfaseln, dass es jetzt mal hier losgeht, Alter. Oder muss man nach Crusader fliegen? Ich meine, das ist Crusader Industries. Oh, warte mal, da leuchtet was auf. Ja, tatsächlich. Illegal Blockade. Ah! Okay, alles klar. Gut, dass wir einen schnellen Quantum Drive haben. Das ist natürlich auch nochmal der Vorteil in der Cutlass jetzt. Und relativ zügig unterwegs. In Emergency Exit? Nee, ne? Was willst du, ein Emergency Exit? Ja, so ein... Schleudersitz. Geh weg! Finger weg! Finger weg von dem Scheiß! Ich will wissen, ob der existiert, damit ich ihn eben nicht drücke. Geh davon aus, dass er existiert. Also drücke bitte nichts, was du nicht drücken sollst. Was macht der Knopf? Wahrscheinlich verpassen müssen, während einfach eiskalt. Da bin ich wieder schuld, wa? Kreuzt nie die Ströme. Nee, das ist richtig gefährlich. Den Turret oben so hässlich, ne? Also an sich sieht die geil aus, aber den Turret oben finde ich echt hässlich. Ja. 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 Schon ein kleines bisschen. Sieht aus wie so ein Mech-Turret. Ich finde, das Ding hat einfach was. Ja, das Ding an sich sieht geil aus. Ist halt nun mal auch einfach der absolute Allrounder, ne? Also gibt ja kaum ein Schiff, womit du so viel in der Größe machen kannst. Es ist halt einfach totaler Jack of all Trades. So, hast du eine Quest angenommen, oder? Nö, bisher noch nicht. Eine Quest allein. Was ist das hier? Na. Dragon Age oder was? Contract? Entschuldigung! Ja. Missionen! Mann. Jetzt wäre ich schon geschämt für Questen. Ach, Digga, du hast Geburtstag? Alles Gute, mein Junge, Alter. Das habe ich vorhin dann irgendwie falsch verstanden. Ja, dann auf dich. Happy Birthday. Happy Thursday. Lass dir die Mische schmecken, Junge. Gibt's was Spannenderes als so ein Quantum Drive Sprung? Quantum Drive Sprung? Was hab ich denn heute, Alter? Sprache nicht meins ist. Quantum Fuel, was hast du vorhin gesagt? Quantum Fuel Drive Sprung. Noten. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir da gleich rauskommen. Also auf der Webseite steht, dass eigentlich eine Mission angeboten wird. Aber... Ich sehe keine. Von daher kann es natürlich sein, dass man es nach Hörsten muss. Aber selbst ohne Mission mache ich das trotzdem hier. Ist mir scheißegal.
Ja, das wäre mir der Hurricane jetzt ewig lang gewesen. Mit dem Mini-Drive, den ich da drin habe. Also das hast du ja oft bei den... Oder man kommt gar nicht hin, weil man nicht genug Fuel hat. Hä? Was macht das Mausrad im Turret? Dreht das nicht irgendwie die Sense um? Wenn man diesen komischen, strangen Input-Lag, Mouse-Smoothing-Target-Modus benutzt? Ja, und die benutze ich nicht. Nee, komm ich auch nicht drauf klar. Was mit dem Ziehen geht, Ast rein. Piep, piep. Da ist aber noch nichts angezeigt. »34. Niedlich.« Ja, da steht Exit. »Sehr niedlich.« »Was? Exit?« »Nimm die Finger weg von dem Schleudersitz, Alter.« Das nächste Mal ist das Event morgen früh um 10 und so lange mache ich bestimmt nicht. Wo steht Exit? Im Moment hörst du oben nur so Pum und der Turret fliegt auf. Hä? Ja, ich glaube, das Game kackt ab. Das darf nicht wahr sein. Wir werden rausgezogen. Nee, ich habe einen Crash. Ja, wir wurden rausgezogen, ich habe auch einen Crash gehabt. Oh, Junge, ich muss los, Alter, das ist doch peinlich. Contract available illegal blockade. Ja, ich bin aber leider rausgeflogen. Ja, genau, aber in dem Moment. Ich bin jetzt hier allein im Weltraum rum, Mann. Ja, ich weiß jetzt nicht genau. Exit. Ja, geh mal ins Menü. Ich glaube, ich muss erst rein und dann du mir hinterher joinen oder so. Du bist nicht im... Ich gehe nicht... Warte mal, was hast du jetzt gemacht? Bist du jetzt ins Menü rein oder bist du... Ich bin im Turret noch drin. Okay, bleib mal... Ja, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt reinjoin. Ich bin jetzt im Schiff drin. Du bist doch da bei mir. Ja, das ist schön. Es wird einfach nicht funktionieren. Was denn? Ich mache dir mal kurz ein Foto, wie du hier drin sitzt, Alter. Das war der bekannte Vorführeffekt, ja. Nee, das bin ich, das will ich dir nicht vorstellen. Ich glaube, eigentlich muss ich erst wieder reinjoinen und dann musst du mir nachjoinen und dann klappt das irgendwie, aber pff. Nee, das war, wenn das Bett, wenn man im Bett ausloggt, glaube ich. Ja. Weil das Schiff ist ja theoretisch noch da. Ich hasse sowas. Warum muss das gerade jetzt passieren, Alter? Bei so einem Event, was alle Jubeljahre mal ist. Ist dir nachher schon geben, Alter. Jetzt habe ich 1000 Jahre Ladebildschirm. Das ist auch geil. Ja, dann bedeutet, kannst du wahrscheinlich... Also das hatte ich auch oft und dann musste ich komplett reconnecten und dann ist das Schiff weg. Dann fliege ich hier gleich im Weltraum rum. Vielleicht muss der jetzt auch erstmal noch drauf klarkommen. Es ist einfach so belastend mit diesem Spiel manchmal. Es ist bestimmt ein tolles Event. Bestimmt richtig fein. Bestimmt super tolles, super feines, super Event. Hä, wieso kann ich hier Escape drücken, Alter? Jetzt bist du raus. Ja, ich bin nochmal wieder zurück ins... Also hab nochmal zurück ins Menü geklickt. Ich weiß nicht, was jetzt was geholfen hat. Warte mal, ich gehe mal auf Join Friend. Vielleicht hilft das ja. Das Schiff ist noch da, ne? Ja. Ja, das hätte ich gleich machen sollen. Das war wahrscheinlich jetzt ein Fehler.
Es gab ein Geräusch. Has joined Drake Cutlass Black. Ja, es hat funktioniert. Das ist das beste Spiel der Welt. Ich liebe Star Citizen. Es ist einfach genial. It just works. Wo bist du? Ja, draußen. Man spawnt leider immer so ein Stück drüber. Das ist leider ein bisschen dumm. Hallo. Guten Tag. Jetzt ist alles schief hier, Alter. What the fuck? Kannst du bitte die Füße abdrehen? Ja! Okay, ich bin nochmal durchgeglitscht. Oh, meine Fresse. Warte mal. Hey, hast du die Tür wieder zugemacht? Nö, du bist auf der anderen Seite. Ja, ich merk's gerade, ich bin über Kopf. Ach, geil, Nomad. Ja, ich. Irgendwie schwebe ich immer noch hier dumm rum. Ja, weil die nicht richtig steht. Soll ich mal kurz reingehen und die ein bisschen anfliegen? Warte mal, ich setze mich mal in den Co-Pilotensitz. Das müsste es eigentlich fixen, ja. No. Yo, jetzt geht's. Nice. Star Citizen halt! So, jetzt geht der Joystick nicht oder irgendein Scheiß. Nee, geht. Okidoki, genau, wir sind rausgezogen worden und nun? Illegal Blockade, da ist die Mission. Contract. Du scherst ihn wieder, ja? Seeking Ninetales Fleet Response. Nee, die musst du selbst annehmen. Oder ist sie jetzt hier? Priority. Okay, accept offer. We need all the help we can get. I'm Commander Herzman with Crusader Security, and I'll be overseeing. Scan point. Und dann müssen wir hinfliegen, okay. The plan is to use scan ships to help us locate whatever the Ninetales are using to block quantum travel. We can't do that until we clear a safe zone for the scanners to operate. You have the coordinates of the first scan site. Make your way. Frage, ob wir die gleiche Mission in der Außenansicht, ja, es gibt, es ist ja ein Massenevent. Sitzt du im Turret? Ja. Irgendwas da, glaube ich, gerade an uns vorbeigeflogen. Gute Nacht, Daniel. Ja, genau, ich bin erstmal im Urlaub dann. Nächsten Donnerstag müsste der nächste Stream sein. Wenn ich mich recht erinnere. Kann aber auch sein, dass du Donnerstag erst zurückkommst. Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, guck mal, da oben ist ein Balken, die sich füllen. Genau hinter den Balken, die ich oben habe für Stealth und so. Super. Das ist hilfreich. Kann man richtig gut erkennen. Turret hat jetzt nicht die beste Sichtbarkeit. Es ist einfach mal angenehm, mal wieder mit der Cutlass zu fliegen. Ob es jetzt nur das sinnvollste Schiff dafür ist, sei dahingestellt, aber... Danke, Mann. Naja, ist tatsächlich mein erster Erholungsurlaub seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so. Kein Witz. Sonst immer nur auf Festivals gefahren. Und das ist nun beileibe kein Erholungsurlaub. Ich kann mir dich richtig in so einem Schlammbad vorstellen. Mit so Handtuch-Turban und so einem Gurken auf den Augen, Alter. Ich hasse Gurken. Nicht mein Punkt, aber okay. Mir kommen keine Gurken auf den Körper, geh weg. Tomaten dann von mir aus sind mir scheiße. Das finde ich auch eklig. Okay, wir haben Besuch irgendwie. Ah, okay, alles klar, also das oben. Ach, scheiße, ich habe meinen Scan gar nicht belegt, lol. Natürlich wieder schön im Asteroidenfeld, wir werden so crashen, mein Freund. Möchte ich schnell mein Testament schreiben? Besser ist es. Wir werden das ganze Event einfach verpassen, pass mal auf. Naja, also wir sollen ja nur die Scanning Ships protecten. Was ist das da?
glaube ich, ein Player sogar. Nein. Ja, besser wäre es, wenn noch welche kommen. Ich wollte jetzt hier nicht nur zugucken. Ricky Polanco. Jetzt kommt der Alert für den Raid, lol. Oh, überall Gegner. Okay, alles klar. 7 Kilometer. Irgendwer schießt hier schon auf uns? Ich sehe nichts. Achso, 6. Warte mal, wir haben sau viele Raketen auf jeden Fall, glaube ich. Da links kämpft schon, da ist schon einer down. Hä? Wieso habe ich ihn jetzt aus dem Target verloren, Leute? Ach, weil jemand schon geschossen hat wahrscheinlich. Jojo, das ist ein Player da vorne. Du machst hier alle tot, bevor wir überhaupt ankommen. Nein, nein. Okay, doch. Was ist denn das für einer? Was hat der denn da? Freelancer, lol. Da sind ganz viele Graue aufgetaucht. Ja, naja, das geht hier gleich noch richtig ab. Oh shit, Alter, wir sind mittendrin. Rote unten. 11 Kilometer. Hinter uns ist tot. Krieg den nicht ins Target hier, was ist denn das für ein Quatsch jetzt? Alle rot. Oh mein Gott. Hinter uns 1 Kilometer. We'll die. Er ist an uns vorbei. Irgendwie habe ich, glaube ich, mein Target-Computer scheiße belegt, Alter. Jetzt. Direkt voraus. Bam. Oh ja, jetzt ist es langsam interessant hier. Ach, der hat das bestimmt wieder auch zurückgesetzt, den Scheiß hier. Rechts über uns, hinter uns ist auch, glaube ich, was. Unter uns, hinter uns. Ja, auf jeden Fall werden es immer mehr Gegner. Ah, so. Über uns direkt. Vor uns. Ne, hinter uns jetzt. Oh, Jesus. Oh Gott. War doch deutlich schneller als gedacht. Links von uns. 3 Kilometer. Nice. Läuft das schon mal? Ganz viele Weiße wieder aufgetaucht hinter uns. Keine Ahnung, was das für welche sind. Guck mal, da ist einer Kanalmitglied geworden auf YouTube. Nice. Vielen Dank, falls du mich hörst, mein Sohn. Ich glaub zwar nicht, aber egal. Alles weiß. Locate Ninetales. Okay, also guck mal, der Bike ist ja noch nicht mal am Ansatz voll. Also das wird schon eine Weile dauern hier. Mir nicht zum Scam-Pain-Team.
Ja, labert ja noch. Hinter uns sind Scanships aufgetaucht gerade, ne? Du meinst die, auf die ich gerade zuflieg? Ja. Mittlerweile sind sie auch vor uns. Weil ich gedreht hab. Ich weiß. Krasser Scheiß. Scan of the area is now underway. All pilots ready up for a possible Ninetales response. Ninetales. Die neunschwänzige Katze oder was? Traut sich wieder keiner was zu sagen, ne? Was? 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 Ich mag auch die Geräusche von der Cutlass tatsächlich ganz gerne. So, wo sind die Gegner, Alter? Was passiert, wenn wir ein Scanning-Ship kaputt machen? Das wollen wir nicht wissen. Das ist eine äußerst uninteressante Frage. Genauso wie die Frage, wo hier der Exit-Knopf ist. Willst du das nicht wissen oder wollen wir das nicht wissen? Wir wollen das nicht wissen. Ja, wo bleiben die Gegner? Es geht ab. Ja, aber es sind jetzt irgendwie mehr Ninetales gefunden worden, nur nicht durch uns. Du hast die Frage, ob das wirklich mehr geworden sind. Unten sind ja nur die Scanning-Ships, Protections. Ah! Mies approaching! Mies approaching! Oh nein, bitte nicht! Mieser protect the Scanship! Hamja Binks, Alter. Der dämliche Spacken. 10 Kilometer weit weg. Was haben wir da noch an Raketen? Genau eine, wow. Gönn ihm, los! Stirb, Abschaum! Oh, rechts neben uns sind auch überall welche gespawnt. Ja, das macht nix. Das macht nix. Jesus! Was denn? Nix, alles gut. Hätte ich die Kurve mal früher kriegen können, ne? Fliegen immer noch Raketen rum. Links von uns braucht Hilfe. Oh, nicht Hilfe, aber. Geht nicht, ich muss jetzt leider den Typen hier vernichten. Noch einer direkt voraus. Babadi babadi bam. Links von uns? Sowas muss viel öfter geben, tatsächlich in dem Spiel, finde ich. Das macht richtig Bock gerade. So ein richtig schönes Kampfszenario. Das fehlt im Game halt, diese richtig schönen Raumschlachten. Ja. Am besten noch mit riesigen Schiffen zwischendrin. Ja, ja, man wird's ja geben, ne? Hä? Wieso sagt auf einmal Friendly Fire? Keine Ahnung. Friendly Fire. Hä? Das weiß ich auch nicht. Muss ein Fehler sein. Player? Kann sogar sein, ja, dass das einer mit Framestat ist. Aber alle beballern ihn auch. Kein Arsch interessiert sich für die Scanning Ships, alle so killen. Aber ja, wir machen aber die Mission, scheiß drauf. Ja, wahrscheinlich aus Versehen irgendjemanden getroffen oder so. Wahrscheinlich hat er einfach vergessen. Unter uns auch getaucht? Hinter uns? Colt Arms noch an, ja. Ach nee, Quatsch! Ich hab ja relocked. Danke. Unter uns? Ja, ja gut, ist eh egal. Also, bringt ja nichts vom Wipe. Ich glaube, du hast gerade nicht gesehen, wie knapp du an dem vorbeigeflogen bist. Grad. Nee, tatsächlich nicht, Alter. Das wäre ein ziemlich beschissenes Ende geworden.
Warum visiert er den da hinten an? Das check ich nicht, Alter. Ich hatte das eigentlich richtig schön alles belegt. Jetzt switcht er hier sämtliche Targets durch, die es gibt. Ich bin aber auch nicht mehr, wenn ich angesehen soll, Alter. Einfach auf alles schießen, was rot ist. Also aus der Reichweite. Achso, der. Oh, wir sollen irgendwo anders hin? Komm, den nehmen wir noch mit, Alter. Die sind doch eh, oder? Das ist ein Cutlass. Und die ist garantiert verbuggter als wir. This is Crusader Security Director Rust. We have begun processing the scan information. No sign of the blockade's location yet, but it's only a matter of time. Die scheiß Cuddies sind so busted, Alter. I'm sure we'll be able to track the Nine Tails down. Aber er zeigt doch da. Wir müssen die doch eh kaputt machen, oder nicht? Nee, er hat gesagt, wir sollen aufhören zu schießen. Und hörst du nicht zu, was der erzählt, oder was? Nö. Nice. Ich bin ja nicht der Pilot. Hey, du hörst doch trotzdem die Funksprüche, oder nicht? Vielleicht. Oh mein Gott, ey. Digga, ich bin halt auch müde langsam. Ausreden. Okay. Ey, ich hoffe, das geht nicht bis 3 Uhr oder so ein Scheiß, ey. Nee. Bis 4. Leck mich, du Hippie. Niemals. Dann kannst du noch weiterhin von träumen. Sag mal. Ihr mich korbt, ey. Jo. Ohne dass ich gefragt habe. Ja. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die zugehört haben und hier hingeflogen sind. Ja, guck mal, wie wenig der Balken da oben gefüllt ist. Ja, komm, ein Drittel, na, ein Viertel haben wir. Nach 30 Minuten hier. Ja, ich vermute, wenn nachher größere Schiffe kommen, wird es auch schneller gehen. Aber keine Ahnung. Ich feiere das auf jeden Fall einfach gerade, dass das schön so einen Purpose mal hat, hier zu kämpfen. Schon geil. Ich verstehe nur nicht ganz, Alter, warum sowas nicht öfter passiert. Es scheint ja super selten zu sein. Pass auf. Keine Prio. Ach, Classic. Naja, ich habe mir vorgeschrieben, Player, das heute nur einmal zu benutzen und das war's. War auch ein guter Moment dafür tatsächlich. Wasted. Ja, ich wette, der andere hat wahrscheinlich nur einen Player aus Versehen erwischt und alle haben sich sofort auf ihn gestürzt. Das wäre so typisch. Richtig wie Wölfe, also wie Hyänen. Ja, das ist auf jeden Fall eher noch wie Hyänen. Geier. Der Geier. Ich würde es halt geil finden, wenn man halt nachher so richtig geile Flottenflüge machen kann. Einfach mit 2, 3, 4 Leuten so schön in der Formation dahin jumpen und dann. Okay, da kommen sie. Hey, mit einer richtigen Gilde und dann hast du so ein Haupt-, also ein großes Schiff, Flaggschiff. Ja. Das würde ich feiern, Alter. Definitiv. Hinter uns? Oder vor uns, sorry. Nee. Schon wieder irgendwas rot. Orange. Wo ist was orange? Ne, sah nur so aus. Hey, wieso sieht das manchmal so aus? Wir haben überhaupt nichts abgekriegt, also. Oh
macht auf jeden Fall gar nicht mal so einen üblen Schaden. Was fliegt der denn jetzt hier durch, Alter? Der will uns auch nur baiten. Ja. So, dass du den Wichser nicht erwischt, ey. Ja, wir haben ja ein paar Schüsse free. Nee, haben wir nicht. Triss den gefälligst nicht. Na, guck mal, sie ist jetzt auch schon Drittel voll. Was? Hier ist eine Party? Ich wollte gerade sagen, wo ist das Bier, aber ich hatte es ja schon. Man, nie darf ich Spaß haben. Ich darf keine NPCs angreifen, ich darf keine Player angreifen. Nee, darf's auch nicht. Zerledert, Junge. Das sind mir viel zu viele Player mittlerweile, die hier die ganze Zeit rumzittern. Ich hatte das Gefühl, die wollen echt reinfliegen in die Laser. Aber ich glaube, die Leute geiern alle nur auf die Gegner. Clusterfuck hier. Jetzt geht's langsam ab hier. Hier keine Hitmarker, Leute. Was? Hallo? Hä? Ja, der ist aber fast dead, also. Treff ich den nicht? Wo hast du ihn getroffen? War wahrscheinlich nur ein Anzeigebug. Piraten immer sagen, stop shooting. Bei mir sagen die gar nichts, bei mir explodieren die einfach nur. Oh, bisher sind wir gut durchgekommen. Noch keine Kratzer in der Scheibe, das feier ich am meisten. Wow. Auf jeden Fall einige Leute Bock auf Spaß gehabt hier. Hostiles are clear and the radar looks good. Was gibt's für das ganze Event? 6 Milliarden Kills. Fly there and secure the site. Keine Ahnung. Wenn nicht. Alter, wir haben die Hälfte von unserem Fuel verbraten. Wow. Nehmen wir vielleicht ein paar Tanks oder so mitnehmen sollen. Gibt's sowas? Nee. Zum Nachladen? Nachladen vor allem. Zum Opfer. Nee, sowas gibt's nicht. Also ja, natürlich könnte man jetzt theoretisch kurz zur Station springen wahrscheinlich, wa? Ah nee, Quantum Travel ist jammed. Ah, da ist der nächste Point. Gibt's ein Tankfahrzeug? Nee, ne? Ich weiß nicht, ob es schon im Game ist, also es gibt sowas auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob es schon live ist oder ob sie es wieder rausgenommen haben. Fliegt da für eine loste Rakete rum. Glad to see you. Go on and give those Ninetail bastards everything you got. Ich sehe gerade gar nichts, Alter. Das ist doch toll.
Das klingt doch genau nach meinem Co-Piloten, wie ich ihn Leib und Liebe. Da mal. Bang. Nice. Und mittlerweile sind echt ordentlich Leute hier. Ja, was ist da noch? Über uns jetzt. Jetzt vor uns. Gunships are headed our way. Look alive, people. Ja gut, theoretisch kann man natürlich auch versuchen, ein bisschen mehr decoupled zu fliegen, um Sprit zu sparen, aber ich glaube, das geht jetzt auch so. Aber krass, hätte nicht gedacht, dass man so viel Sprit verbrät bei sowas. Du fliegst auch sehr viel mit Boost, ne? Also ist nicht schlimm, aber... ich deswegen... Und darf ich das? Ja, nice. Gleich aus. Ich laufe den Weg. Egal. Ja, wenn wir plötzlich auf dem Trockenen sitzen, das wäre echt scheiße. Ja, nö, du. Scanning is underway. All ships be on alert for a 9-10. Meine Bildschirme sind immer so verbuggt hier im Turret. Ja, so Star Citizen. Das sind halt alles Features. Here. We're making good progress on analyzing the scan data. It seems that if we keep gathering intelligence at this rate, we should soon be able to track down the source of the blockade. Ich verstehe das nicht. Was denn? Es gibt eine Blockade. Und wir wissen aber nicht, wo sie ist, aber wir wissen, dass sie da ist. Ich bin... Hä? Denkst du jetzt ernsthaft darüber nach, während wir hier irgendwelche Leute einfach zerholzen, oder was? Ja, ich meine, was soll der Scheiß? Was ist das für eine beschissene Blockade, wenn wir nicht mehr wissen, wo sie ist? Was blockieren die? Was ist der Geier? Vielleicht ist einfach niemand zurückgekehrt, um zu berichten. Einfach irgendeine Toilette, irgendwo im Weltraum. Links, links, links. Glaube ich, weiß nicht, wo du bist. Ja, ja. Ich versuche jetzt halt ein bisschen Sprit zu sparen. Aber geht erst sagen darf ich. Weg. Krass, krass. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass das so... Schießt denn hier mit Raketen? Okay, Countermeasures haben einfach nicht funktioniert. Hä, wieso funktioniert die Scheiße nicht? Ja, das nervt ja gar nicht, Alter. Gut, ich habe ein Problem. Ich kann die Missiles nicht... Ich kann versuchen, sie abzufangen, aber... Ja, schieß die mal ab. Besser wär's. Ja, aber so schnell kann ich das nicht. Ja, todesnervig, Alter, hä? Ich kann ihn nicht anvisieren. Ja, die flattert halt die ganze Zeit um uns rum. Jetzt ist sie weg. Na, Major Talk Imbalance. Irgendwas hat uns ordentlich gefickt. Alter, wie nervig ist denn das mit den scheiß Raketen jetzt? Hey, Friendly Fire? Das muss Bug sein. Warte mal, das ist doch wieder der andere Typ. Das ist doch wieder der Player. Ist ja kein Wunder, dass andere Raketen kommen. Ist hinter uns. Wir knallen ihn ab. Zu weit weg. Wer hat denn jetzt hier so einen Gammler hier rum?
Deine Schilder sind doch schon wieder da. Ist er wieder weg? Ja, wir müssen den platt machen, Alter. Der nervt ja hier noch rum. Ja. Der kämpft gerade gegen so einen anderen Typen. Ja, ich seh's. Ist mit der Conny unterwegs, wa? Krass. Ninetales Reinforcements inbound. Ja, die sind für PvP hergekommen. Schießt niemand anders auf den? Gerade nicht mehr, glaube ich. Muss jetzt auch landen. Der hat auch noch Ballistics, Mann. Was für ein Schmutzfink. Aber der ist nicht so wendig wie wir. Ja, der dreht sich halt immer schön, ne? So, aufladen. Das ist ja todesnervig. Der hält uns halt nur auf jetzt hier, ne? Ich bin K.O. Ja, die ganzen Player juckt das alles nicht. Stöbert er hier die ganze Zeit dazwischen rum und schießt nur mit Raketen. Was für ein Assi. Ja, vor allem, wir haben ja nicht mal seine scheiß Schilde runtergekriegt. Naja, wir waren ja die einzigen, die auf ihn geschossen haben. Und das ist halt eine Constellation. Die hält schon ein bisschen was aus. Ich glaube, er hat sogar einen Spieler weggehauen, da. Wahrscheinlich nicht nur einen. Oh Gott, ist das nervig mit den scheiß Raketen. Wir haben auch bald keine Decoys mehr. Du musst die Raketen abknallen, Alter. Das hilft nichts. Ich höre halt nicht, wenn sie kommen. Das ist das Problem. Ich kann ihn nicht anvisieren. Dude, er schießt halt 1000 Raketen auf uns. Kein Arsch juckt's. Ich verpiss mich jetzt einfach. Gott, ist das ein Huso, Alter! Wieso kann man denn die Raketen nicht avoiden? Ich rall's nicht. Kann man Player Rockets nicht mit dem Decoy wegmachen? Muss man den ausweichen? Ich verstehe nicht, dass den niemand abknallt. Jetzt kümmern sich vielleicht um ihn. Ja, jetzt fightet einer da gegen ihn, glaube ich. Ne, zwei gegen ihn. Keine Raketen selber mehr, ne? Ne. Schilder, Alter. Oh, der lenkt uns halt hier die ganze Zeit jetzt von dem scheiß Event ab, ne? Das ist das Problem mit der Conny, die hat halt 6 Millionen Raketen. Die trifft die ganze Zeit den anderen Typen dann, ne? Ja, der ist ja, die hat den weggemacht. Die hat den weggemacht. Ja, wir müssen aber eigentlich halt auch mal nach da hinten, ey. Was für ein nerviger Penner. Da ist der ganze Crew drin wahrscheinlich. Den kriegen wir auch nicht down. Alleine, das ist das Problem. Aber mit Ballistics muss der doch irgendwann keine Muni mehr haben, also mal ehrlich. Mal 1000 Schuss kann er haben, oder? Habe ich denn eigentlich mein Decoupled Mode? Ach, da. Bisschen was haben wir abbekommen, ja. Ja, nicht zu wild, aber nervt halt trotzdem. Vielleicht nächstes Mal doch die 600i mitnehmen, ja, aber da brauchst du zwei Schützen, sonst kannst du das vergessen. Also mit einem Schützen reißt man da nichts. Wobei wir den gut hätten zerdeppern können im Fernkampf wahrscheinlich. Aber die Conny ist ja genauso gut, also das wäre halt ein ziemlich... Obwohl, nee, der hat ja keine Laserkanonen dran gehabt.
Hat jemand Raketen gerade schon wieder? Problem ist, dass wir jetzt halt absolut keine Decoys mehr haben. Genau einen noch. Weil der uns halt so bombardiert hat mit seinen scheiß Raketen, Ficker. Jetzt wird's langsam spicy. Nice. Ey, wir müssen echt nochmal auftanken, das gibt's doch nicht. Können wir wenigstens die Decoys holen? Ja, keine Ahnung. Also krass, wie viel Sprit man verbrät. Das hätte ich echt nicht gedacht. Aber bis wir beim Auftanken sind und wieder zurück, Alter, das dauert halt ewig. Aber sagen sie, die Nightheads wahrscheinlich tot. Ja, aber nützt ja nichts. Also jetzt hier irgendwo im Weltall rumzufloaten und dann von der Conny gefickt zu werden, macht halt genauso wenig Spaß. No. Wo ist denn der Schmutz überhaupt da? Mal gucken, wie viel das überhaupt ist. Ansonsten müssen wir die 50 Kilometer halt fliegen. Rechts nicht, ne? Ach, das ist hier so drauf, okay. Ah gut, das geht eigentlich. Diese Ficker, Alter. Kommen die mit so einer voll bewaffneten Conny an und droppen nur die ganze Zeit irgendwelche Missiles und schießen mit Ballistics rum. Ah, guck mal, da oben der Balken ist ja noch. Das dauert noch einen Moment. Aber geil, dass die Mission hier noch gilt, also selbst wenn die jetzt vorbei wäre, hätte man hier die Points noch gekriegt. Hätte interessiert, was man bekommt, oder? Ich bin auch gespannt. Auf jeden Fall gute Action. Ich meine, ätzend natürlich jetzt mit dem komischen Conny-Dude, aber ich find's halt saugeil, dass Leute halt auch herkommen, einfach zu stressen. Ja. Das macht's halt echt spannend. Oh mein Gott, Alter, die Beschleunigung, what the fuck. Gear ist doch draußen? Whatever. Landing complete. Have a pleasant stay. Scan of the area is now underway. Mega teuer! Das geht. Wärme, EM und optisch. Ja, aber wie feuere ich denn was gegen... Achso, manchen muss man ausweichen, oder was? Ja, macht Sinn. Dieses Hubgeräusch immer. Gib doch zu, du hast gehupt, Alter. Ja, ich wollte, dass die Jungs Gas geben. Vor allem eine Hupe im Weltraum. Ich auch. Das ist schon gut sinnvoll auf jeden Fall. Ja. Thank you. And please visit again. Ja, die er abgefeuert hat, hatten so ein Blitzding dran. Also muss das ja die EM wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall super nerviger Typ. Das Problem mit der Conny ist halt, die hat halt einfach so viele Raketen. Pilots at the ready. We got nine tails headed our way. Wieso werden wir langsamer? Legen die Schilde von dir, Alter.
Naja, wir kitzeln die halt auch nur, ne? Und die haben es ja auch gut gemacht, die haben sich ja sofort wieder verpisst. Aber war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, nochmal kurz zurückzufliegen. Hast du repariert? Ja, hast du. Alles. Ich hab alles, hab auch Bier aufgefüllt. Volle Programm. Nice, warte, ich geh mir kurz eins holen. Du bleibst schön da sitzen. Aber Bier, Mann. Für ein Unmensch. Ja, hattest du jetzt lange genug Zeit für. Das war eben gerade erst nachgefüllt. Woher? Leckt aber auch so krass. Need more time to finish the scans. I want these nine tails cleared. Hostile down. Schönes Ding. Hier geht 100% jetzt auch gerade refuelen und alles. Ja, Logo. Funny. Wie viele auch mit Ballistics unterwegs sind, ey. Wir sind halt auch stark, muss halt immer nachladen. Das ist halt das Nervige daran, ja. Das sind gute Missiles, da funktionieren die Countermeasures. So einen M50 hier. Das ist aber geil, wenn du die Mücke hörst. Dafür hält die aber auch echt nichts aus. Oh, ziemlich gut. Congratulations ist ja auch geil, wenn man Leute killt. Ja. Ja, wie gesagt, Eclipse ist best, Alter. Pff, kill. Mehr sagt er einfach nicht. Eine Valkyrie. Hinteres Schild ist schon down. Kommen wir da irgendwie rum? Oh, meint. Ja, das sind wieder andere, die. Miss Kitten, da ist auch ein Spieler über uns. Ja. Hatte ich vorhin, glaube ich, eine Bounty für. Was? Oh, Alter, irgendwas zerstört uns hinter uns. Was machst du denn? Hä? Kannst du nicht nach hinten gucken? Das ist die gewesen, die uns angeflogen hat, von der ich gerade geredet habe. Ach so, das ist ein Feind? Ja, lol. Uns wahrscheinlich vernichten, wenn du die jetzt nicht langsam mal killst. Ich kann halt nicht mehr machen als drauf schießen, Alter. Schön. RIP. Verstehe ich nicht. Ach, jetzt können wir den Event abhaken. Ja, die Kanone zerfickt dich halt. Da machst du nix. Krass, wie viele Player da einfach nur zum Rumnerven kommen. Also wir schaffen es nicht mehr zurück jetzt, weil wir unseren Spawnpunkt nicht an der Scheißstation hatten, weil wir nicht wussten, wo wir eigentlich hin müssen. Ja, toll. Gutes Event auf jeden Fall. Leider werden wir nie erfahren, wie es endet.
Wegen irgendwelchen Kakerlaken, die da nur zum Stressen hinkommen. Wir hätten die Hurricane nehmen sollen, Alter. Okay, die Mission läuft noch. Aber wir schaffen es nicht mehr rechtzeitig hin. Bitte was? Bodily harm. Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst, Alter. Ich geb dir nur gerade Crimestat. Du gibst mir einen Crimestat? Fick dich. Nein, der. Achso, warte mal, ja. Den Typen. Irgendwer hat mich angegriffen. Oh, ich hab abgelehnt, lol. Warte mal, was war das? Ü, ne? Jo. Okay, so. Mann, diese scheiß Displays auf Grimhex sind alle im Arsch. Ach, die Hurricane ist gar nicht ready. Ach, das ist doch zum Kotzen, Alter. Okay, pass auf, ich glaube, die 600i ist hier noch. Wir nehmen einfach die 600i und gucken, ob wir es noch rechtzeitig hinschaffen. Scheißegal. Ist mir scheißegal. Werden die halt weggesniped. Hangar 13, let's go. Er ist echt scheiße, dass man eigentlich die Zeit sich nicht mehr genug genommen hat, da schnell noch seinen Heimathafen zu machen. Aber gut, wusste ich halt natürlich auch nicht, wo das ist. So, kommst du? Ja. Conny hat nur 52 oder 54 Rockets, ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier auch ganz gut viele Raketen dabei. Ach, scheiße, dass uns der zweite Schütze fehlt. Dann müssen wir es jetzt irgendwie so machen. Letzten Endes ist mir eigentlich auch egal. Wenn da so ein kleiner Wichser kommt, dann zersägt er uns eh. Er ist auf hier ausgeheilt, check ich nicht. Ist direkt vor uns, Alter. Ah, naja. Halt, die haben schon gute Schilde. Das ist halt ein Heavy Fighter. Mit Ballistics hätten wir den gekillt. Und die Cuddy ist jetzt auch nicht unbedingt gerade ein DPS-Monster. Die ist halt relativ langsam und träge. Und dafür hast du aber dann die Firepower nicht. Jetzt sind wir langsam und träge und haben aber wenigstens Firepower. Ich glaube, dass das eine Scheißidee ist, was wir hier jetzt hier treiben, aber egal. Ich glaube, ich bin unten. Hä? Du sitzt bei mir schon drin? Ja, aber ich bin, glaube ich, unten am unteren Ding. Soll ich oben reingehen oder was? Weiß ich nicht. Ja, mach wie du denkst. Wie das steht. Establish a perimeter around them and get ready in case the Ninetales decide to show. Gott, was habe ich das Baby vermisst? Aber mit der sind wir auch zügig wieder da. Ich habe die 600 die in-game gekauft. Würde ich mir niemals von echt Geld kaufen. Wird's teuer. Also, das ist halt absolut irrational, außer man will ihnen sozusagen das Geld donaten. Ships have started their scans. I want everybody at the ready in case the Ninetales decide to attack. Haben wir den Sprungpunkt da noch? Jo. Ey, wieso kann ich das Display nicht anmachen eigentlich? Keine Ahnung. Weapons active. Thank you. Digga, was ist denn hier los? Ich kann. Okay, ich bin oben, ja. Ey, gerade bist du für mich nur Background-Noise, ehrlich gesagt. Ich höre nur irgendwelches Gemurmel. Ich bin oben, sage ich, Mann. Achso, ja, ist doch schön. Freut mich. Wieso sehe ich den Missionsmarker nicht? Weil die gerade vorbei ist. Hä? Warte, ich sehe den erst recht nicht. Ja, ach so, warte mal, da ist die Anzeige. Hä, warte mal, wo sind wir denn? Ach so, klar, das ist doch Crusader, ist doch alles gut. Wir sind ja vorhin nur von Hurston geflogen, das war das Problem.
dann kommen wir doch zügig wieder hin, alles gut. Aber ich hab die jetzt nicht mehr. Nee, aber er zeigt es auf der Map an. Wir können da gleich bestimmt eine neue annehmen dann. Ja, okay, dann ist ja alles halb so wild. Oh mein Gott, Alter, ich muss wieder dran denken, dass das Ding super träge ist. Nee, BSG will ich nicht mehr. Jetzt gilt hier genau das gleiche wie in allen anderen Games auch. Ah, wie schade, Alter. Ganz ehrlich, wir werden uns gleich irgendwo außen positionieren, einfach auf die Player gucken, die da rumgeiern und die einfach versuchen, aus der Distanz wegzusnipen. Und wenn dann irgendwer zu nahe kommt, machst du ihn weg. Hoffentlich. Ich bin jetzt doch unten. Nimm einfach den, wo du möglichst viel erwischen kannst auch. Ja, unten habe ich am meisten Übersicht. Können wir irgendwo noch die Mission annehmen, vielleicht? Priority, yo. Here's the location of the Ninetales fleet. These ships are the ones behind the quantum blockade. If we can eliminate them, then the station. Oh Mann, ich muss aus dem scheiß Turret raus. Das pisst so an, Alter. Was ist denn los, Alter? Ich muss immer nur jetzt Quake die ganze Zeit. Ich muss aus dem scheiß Turret raus, um irgendwas anzunehmen oder so. Das geht schon. Und da müssen wir so hinfliegen, okay. Hier dürften wir eigentlich keine Probleme mit Sprit kriegen. Kommen diese Gauner da einfach die ganze Zeit an und stressen, Alter. Also du sitzt jetzt unten. Oder ja. Oben. Unten. Ja, nochmal angucken, wie das Schiff komplett aussieht, ohne zerböllert zu werden. Jetzt sind wir gespannt, was das wird hier. Wieso fliegt das Ding im All langsamer als andere Sachen, wenn es im All keinen Widerstand gibt? Oder ist das hier kein vollständiges Weltall durch den Nebel? Der Allwiderstand, Mann. Fliegst du wieder irgendwelche Raketen? Ich müsste mir echt mal die Noise Decoys dann wohl belegen, besser wär's. Da hab ich auch ganz wenig von, Dummer. Ja, kommt immer aufs Schiff drauf an, ne? Ein Gegner? Ah, da leuchtet dann noch irgendwelcher Müll. Glad to have you back. Get in there. Let's end this. Wenn du irgendwelche Player siehst, sag gleich Bescheid. Ja. Alter, was geht ab, wie viele das sind? Ich glaube, es war auf jeden Fall eine gute Idee, auf das Schiff zu wechseln. Natürlich leider nicht ganz so viel zu tun. Aber ich will natürlich nicht zu dicht dran an die großen Schiffe, weil unser Vorteil ist halt die Distanz. Wir sind ziemlich nah dran mit der Welle.
könnte eventuell ein bisschen eklig werden. Mal gucken. Ja, ein bisschen backpedalen wäre vielleicht eine nice Idee. Warum 666 USC? Was? Jetzt haben wir gleich ein Problem. Die muss sterben jetzt. Ich schieß drauf. Das kann ich nicht. Ich drehe mir erstmal über den Rücken zu. Achso, meine Pedale spacken wieder ab. Ja, den hat's doch schon echt zerrissen eigentlich. Ich sehe noch gar nicht. Diese Außentürme sind auch so anstrengend, weil du halt auch keine keine Monitore oder so hast. Also keine Map und so. What the fuck? Direkt unter uns ist. Was? Ja, die Hammerhead muss jetzt mal weg auf jeden Fall. Könnte so langsam könnte das Ding auch mal drauf gehen. Aber halt raus. Ja, du machst ja nicht so viel Schaden dran. Also ich treffe die schon, aber. Ruckelt auch gerade irgendwie übelst ab der Stuff. Junge, jetzt stirbt doch einfach. Nice, endlich. Da ist noch eine. Jo. Zwei. Ja, wir bolten einfach mal durch. Kommt von der anderen Seite nochmal rein, besser ist. Man hält schon gut was aus mit dem Ding hier. Das ist ein Player. Oder? Ja. Gefühlt auch keine anderen Player hier, wa? Nee, einer ist da. Vor uns. Der Player ist 11 Kilometer entfernt. Ja. Sehe ich ihn nicht mehr. Die Player kommen halt immer wieder zurück, solange die einen nicht zu sehr stressen, muss man da jetzt wahrscheinlich einfach mit leben. Wäre natürlich jetzt ätzend, wenn wir verrecken, weil das Ding zurückzuclaimen wird ein Ding der Unmöglichkeit. Der Nahkampf will man natürlich auch nicht. Achte drauf, dass uns hier keiner zu sehr von der Seite anwächst. Ja, ich versuch's, aber die Übersicht ist halt nicht so geil. Ich weiß nicht, wo der Player ist. Echt nicht gerade unanspruchsvoll mit dem Ding vernünftig zu treffen.
Was ist das für ein Wichser da hinten? Weiß nicht, ich sehe es nicht. Ist direkt vor uns und schießt auf uns. Hab ich auch eine Hammerhead? Nee, das meine ich nicht. Was driftet der denn da so rum? Wieso ist das Schiff-Claim so schwer? Naja, es dauert halt eine halbe Stunde, bis das kommt. Ich glaube, selbst abgekürzt eine Viertelstunde. Direkt hinter uns ist was. Jetzt unter dir. Ist ihn jetzt? Ja, jetzt nicht mehr. Vor uns. Im Spitfire. Ja, das ist nicht so cool. Es ist ja niemand hier, Alter, was geht? Ein Player da vorne noch. Soul of Hawks. Das ist auch ein Player. Jetzt kommen sie alle an hier. Das Schiff ist aber noch okay. Ist aber echt ein geiles Event auf jeden Fall. Wenn sie sowas noch als PvP-Events machen, dass du dich quasi in der Fraktion anschließt und dann einfach so ein, zwei Capital Ships beschützen und dafür der Rest aber komplett... Die meisten Spieler dann sozusagen die eigentlichen Schiffe ausmachen, wäre schon irgendwie geil. Er denn hin? Du siehst ihn direkt vor uns, ne? Ja. Ich kann aber nicht so weit vorziehen, wie ich gerade müsste. Oder gerade was. Ja, der zieht Leine, der ist ratzfatz weg. Hä? Bei mir ist hier gerade ganz woanders, weil er immer aufgetaucht. Ach, der ist in den Hyperraum gejumpt. Voll. Hat vielleicht die Faxendecke gehabt. Oder er repariert sie nochmal eben. Sehe ich aber gar keine Gegner mehr. Was haben wir da? Das ist kein Player. Mit der Fleet dieser Size, ich bin ein bisschen überrascht, wie well gut sie managed to stay hit. Now that we got them, I'm counting on the ship responsible for generating the quantum dampening field. Make me proud. Weil er jetzt einmal die ganzen Raketen raus drauf geschissen. Wie fliegt der seitwärts denn schneller als wir vorwärts? Ich check's nicht. Der ist immer 5,7 Kilometer weit weg. Doch die kappelt oder was? Wir kommen nicht ran, ne? Also. Check ich nicht. Also ja, ich flieg die kappelt, aber auch jetzt. Oder dass das nicht leckt. Ach, da ist der nächste Ficker, Alter. Der Typ ist zurückgekommen, ja, hinter uns 12 Kilometer. Ja, Solo, fick dich.
Wenn du so Bescheid weißt. Ja, du musst mir halt einen Call geben, wenn du irgendwie andere Positionierung brauchst oder so. Ich sehe den nicht mehr. Könnte über dir sein. Über dir ist auf jeden Fall was, ja. Ob das Viech mal verreckt, Alter. So, ich bin aus Versehen auch dagegen gekommen für den Fight Speed. Ja, deine Hauptaufgabe ist wahrscheinlich einfach nach dem Player Ausschau zu halten. Und der war eben über uns. Den sehe ich dann nicht. Verstehe nicht, warum er den Indikator immer zumacht, obwohl wir locker in Range sind. Endlich, Alter, wow. Bis 6200. Ein paar tausend Hammerheads, Alter. Schießt doch irgendwas auf uns, glaube ich. Bisher sind es alles NPCs, die ich hier sehe. Ich frage mich, warum der Scheiß abruggelt. Es sind wahrscheinlich einfach zu viele Raumschiffe für das Game. Den Satz habe ich da schon mal gehört. Oh, Shields Critical. Fuck, ich habe richtig gepennt. Huch! Huch! Achso, wir können eigentlich mal ein bisschen mehr Energie auf die Frontschilde geben. Wir sind nicht mal bei der Hälfte, wa? Ja, oh, ist auf jeden Fall eine heiße Nummer hier. Ich will vor 20 Minuten pennen gehen, Mann. Das geht jetzt leider nicht. Das wusste ich natürlich nicht, sorry. Also das wusste ich halt wirklich nicht, dass es so lange dauert. Aber es sind halt auch viel zu wenig Spieler da, um das wirklich zu knacken. Nö, ich glaube, es ist einfach schon so designt, dass das auch einen Moment dauert. Ist halt dreimal am Tag nur. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das so ewig dauert. Schön zwischendurch fliegen, richtig intelligenter Scheiß. Komm, explodier, du hässlicher Ficker, geht doch. Achso, man muss ihm das nur sagen. Verstehe. Es ist halt aber auch einfach echt ein geiles Schiff. Das sind auch alles Player. Ja, aber man sieht schon wenig Spieler, das muss man sagen. Wahrscheinlich gibt es eine Uhrzeit oder der Server ist irgendwann zwischendurch abgekackt. Und der andere hat nur eine Drake Buccaneer. Der wird hier auch nicht viel gegen die Hammerheads reißen. Also wir sind die Einzigen, die wahrscheinlich gerade einigermaßen wegknuspern. Oh, das war klar, dass uns die Leute erwischt. Machst du denn eigentlich überhaupt gerade irgendwas oder bist du eigentlich nur am Existieren? Nö, ich schieße, wenn die halt in der Nähe sind, so. Mehr kann ich halt nicht machen.
Ab und zu gucke ich, ob irgendwo ein Spieler ist. Ja, wenn du halt absolut pennen gehen musst, dann musst du halt los. Das nützt ja nichts. Oder ich dachte, das Ding explodiert, wenn wir eine Reward bekommen. Das ist einfach ein geiles Schiff, da gibt's nichts, Alter. Nur das Geruckel gerade nervt, aber das sind einfach viel zu viele Schiffe auf einem Haufen wahrscheinlich. Also, ansonsten wüsste ich nicht, warum das so abruckelt. Noch genau zwei Raketen. Ich glaube, das ist auch die Belohnung, ne? Die ganze Zeit diese 2000 und so, die du bekommst. Kann das sein? Naja, irgendwas wird es am Ende schon geben, denke ich, aber ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Komm, letzte Rakete kann man auch noch raushauen. Ich will halt auch nicht so mitten reinfliegen, nur damit du was zu tun hast, weil... Ja, alles gut. Krasses Moped, Alter. Hinter uns? Sag mir einfach Bescheid, wenn es ein Player ist, weil... Also ja, ich sag dir Bescheid, aber nö, es war kein Player. So nö, sag ich nicht. Ich möchte lieber sterben, damit ich pennen gehen kann. Ich wollte eigentlich auch nicht so lange machen. Eigentlich nur ein bisschen arbeiten, das kann ich mir wohl abschminken. Noch mehr! Alter, guck dir mal an, wie wenig wir bisher haben von der Flotte. Das kannst du ja voll vergessen, wenn keine Player kommen. Hälfte der Player kommt nur zum Stressen. Da fliegt um uns rum ein Jäger auf. Ja, ich glaube, wir sind scheiße positioniert hier. Ist jetzt über uns? Wenn irgendeiner von denen in diese Stufe 5 Kanonen hier reinfliegt, von den Mates, dann sind wir sofort Crime Stat, Alter. Ist ja scheiße hier. Nice. Alter, das ruckelt so krass ab. Es sind viel zu viele Schiffe. Wie viele Hammerheads hast du jemals auf einem Haufen gesehen? Das ist ja absolut geisteskrank. Das ist halt so ein komplettes Survey-Event und wir kommen jetzt zu dritt, Alter. Ah, oh, schade. Oh, 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 oh. Nee. Hätte nicht gedacht. Dass das so gut funktioniert. Aber dieser Balken oben bewegt sich halt absolut gar nicht. Ja. Das sieht mir so geil aus, wie du da am Schalten und Walten bist. Oh, das ist Miss Kitten! Direkt voraus! Oh. Vielleicht können wir uns jetzt rächen.
Also höchstwahrscheinlich wird die uns einfach ficken, ne? Ich sag's nur. Ja, wir machen uns lang. Keine Chance. Hier sind wir uns. Triffst du die auch? Also die ist fast dead, ne? Die ist schon gut im Arsch. Ist es hier bei uns? Treffe ich nicht mehr? Ja, wie muss ich mich drehen? Bist du jetzt unten, oder was? Ja. Jetzt? Gib Input, ja, ich weiß nicht, wie ich mich drehen soll. Ist zu weit weg, ist zu weit weg. Ich kann sie nicht treffen. Jetzt ist sie wieder in der Reichweite. Jetzt ist sie zu... ja. Zu weit weg. Ja, irgendwer schießt noch auf uns. Die ist 1300 Meter weg. Muss doch reichen. Die Wegschilder sind aber rot. Unsere. Ich weiß, aber ich kann ja nichts machen. Also, ich muss ja irgendwie versuchen, Druck aufzubauen. Weit weg. Ja, ich verstehe nicht, wie die zu weit weg sein kann, wenn die 1000 Meter weit weg ist und uns zerburstet. Also, prall ich nicht. Dann müsstest du eigentlich theoretisch rankommen. Aber dann können wir das eh vergessen. Es dauert viel zu lange. Wir haben einen einzigen Mate und da sind zwei, drei Assis, die da nur rumstressen. Nee, die Frontschilde waren weg, aber du kannst halt nicht mehr viel machen. Also, ich komme ja nicht weg. Also, der fliege ich halt nicht davon. Und wenn du die nicht zersägst, dann... Dafür ist das da unten einfach viel zu beschissen. Die Turrets sind halt echt nicht schön von dem Ding. Keine Ahnung. Noch nie drin gesessen. Wahrscheinlich wäre es das Sinnvollste, mit zwei Jägern hinzufliegen und die einfach so zu machen, aber dann machst du die Mission halt auch nicht zu Ende. Also. Ja. Es sind einfach zu wenig Leute da. Also wenn es jetzt knapp wäre, würde ich noch länger machen, aber sorry. Wenn es nicht weitergeht, dann muss ich pengen jetzt. Welcome. Da sitze ich hier noch bis 4. Naja, schon klar. Sorry, Mann, aber... Du, alles gut. Wie gesagt, ich wollte auch längst nicht so lang machen. Dann mach ich mal hin, wa? Ich wünsche dir was. Wir haben was geschafft. Hau rein. Tschüss. Ciao. Oh, das war's, wir sind durch. War der Balken wohl nur buggy oder was? Oder hat einfach nichts zu sagen? Neuer Contract available. Aber der gehört nicht zu der Mission. So, was gab's jetzt dafür? Ja, schade, dass da so wenig los war. Also wenn du natürlich nur einen einzigen Player noch hast, der in einem leichten Jäger sitzt oder mittleren Jäger. Das ist natürlich schwierig dann. Aber wir haben uns gut gehalten mit der 300er, 600er. Also ganz ehrlich, wenn da noch ein zweiter Schütze bei gewesen wäre, dann wäre das auch überhaupt kein Problem gewesen. Aber so können sie das halt easy avoiden. Dafür ist der Space Whale dann doch ein bisschen zu wenig wendig. Und die zu treffen, wenn die gut ein bisschen bewegen, ist halt absolut zufällig. Ich glaube nicht, dass sie da noch abhängen. Aber ich frage mich halt, wie viel... Oh, warte mal. Ja, guck mal. Ich weiß nicht, mit wie viel angefangen haben, aber 120.000 oder so. Also das gab auf jeden Fall die Knete. Nicht, dass das viel nützt jetzt, aber... dann gucken wir nochmal auf die Space Map, ob da jetzt noch irgendwas angezeigt wird. Ja. Gibt's wahrscheinlich noch eine Mission mehr, oder was? Ich habe halt absolut auch null PvP-Erfahrung. Das hätte ich gern mit einer Crew gemacht. Einmal so eine vollbesetzte 600i und dann vielleicht noch einen Jäger dazu irgendwie.
Oder in der Hurricane hätten wir da auch gut rasiert, aber du machst halt in der Hurricane leider die. Die Hammerheads nicht platt. Genauso wenig wie jetzt in dem Ding. Ich flieg da jetzt eigentlich nur hin, um nochmal vielleicht Rache zu nehmen. Ich verstehe allerdings tatsächlich nicht das Problem mit den Turrets bei der 600i, weil ich da noch nie drin gesessen habe. Ich habe eher das Gefühl, dass die Anzeigen verbuggt waren, weil er hat mir teilweise angezeigt, dass ich nicht treffen kann mit dem Hit-Indikator, aber er hat trotzdem getroffen. Und ich, was vermutlich hat Kaifa einfach nicht geschossen, weil er dachte, die treffen nicht, obwohl er sie locker getroffen hätte. Also die Turrets müssen eigentlich dieselbe Reichweite haben. Also zumindest, weiß nicht, 1000, 1400 Meter kommst du mit denen doch hoffentlich weit. Aber keine Ahnung. Diese scheiß Vanguards sind schon übel. Das ist eine gute Frage, wie viele Leute hier auf dem Server noch sind. Wahrscheinlich genau die, die da rumflitzen. Warte mal, Active Members? 20. 20 Player. So, gibt es hier noch irgendwas? Nö. Schade. Jetzt weiß man natürlich leider auch nicht genau, wo das ist, weil natürlich wird mir mein Todesmarker nicht angezeigt. Ach Gott, ist das traurig, Alter. Ja, aber immerhin haben wir die Mission geschafft. Da ist die Freelancer. Wie viele Leute hier noch rumgeistern? Na, keine Ahnung, wo das ist, leider. Kann man hier leider auch nicht wirklich sehen, ne? Nein. Ja, schade. Wäre natürlich nice gewesen, wenn man die wenigstens nochmal abfangen hätte können. Mit der Arrow hätte das vielleicht sogar geklappt. Nun gut, ja, aber war ja trotzdem auf jeden Fall mal ein nices Erlebnis, das mal mitzumachen. Diese Massenkarambolage war halt schon gut geckig auf jeden Fall. Ja, cool. Kann man mal mitmachen. Wer weiß, wann es mal wieder passiert. Von daher nice, dass wir es gemacht haben.